Ich weiß nicht, wie soll ich am besten anfangen? Erstmal euch sagen, bitte nicht erschrecken wegen meiner Augenbrauen, weil das ist jetzt Geschichte von anderes Video. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Nathalie und ja, wir testen heute neues Produkt von neues Sortiment Frühling Herbst 2021 bei Catrice. Die haben wahnsinn viele neue und sehr interessante Produkte wieder rausgebracht. Ich habe euch schon in meinem Haul diese Produkte gezeigt, alle. Und ich habe gesagt, dass wir werden Stück für Stück ja, alles mit euch zusammen vor der Kamera testen. Und heute geht um neue Reihe Clean ID Hydra BB Creme. 99% Natur Ingredients, vegan, non-comedogen, 30 ml in Farbe 010 leicht. Brille schon an. Ich wollte mit euch wirklich Zeit nicht verlieren. Wir sehen, was uns diese Creme verspricht. Ultra feuchtigkeitsspendende getönte Tagescreme mit Shea Butter für einen strahlenden natürlichen Teint. Die hautfreundliche Textur deckt kleine Unebenmäßigkeit ab für das ich selbst nur besser Gefühl. Wow, wie habe ich gelesen? Boah, ich weiß nicht. Heute, ich habe so gut gelesen auf Deutsch, ja? Ja, ich hoffe, ich habe meinen Daumen nach oben verdient. Okay, Mädels, ich habe natürlich, ach, okay, dieses Wort Mädels, ja, ich wollte euch an diesem Punkt deutlich erklären, es ist meine Gewohnheit, es kommt automatisch, aber ich weiß, dass mein Kanal schaut auch Jungs, die mögen auch sich schminken und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin Gott sei Dank, ich rechne mich als ein moderner Mensch, der akzeptiert jeden, so wie er ist und guckt auf diese Welt ein bisschen breiter, ja, so nicht so, ein bisschen breiter. Und das ist nur Wort, ja, ab und zu kommt, weil, wie gesagt, das ist, aber wie einer hat mir geschrieben, absolut richtig, dass auch Jungs, die sich schminken, fühlen sich innerlich Mädels, ja, deswegen, ja, versteht ihr, für mich jeder ist herzlich willkommen und wenn ihr auch lieben diese Beauty-Welt, dann wir sind gleiche Team. Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen. Es geht weiter. Inhaltsstoffen. Phenethylalkohol sitzt hier in die Mitte, gehört zum schlechten Inhaltsstoffen, die können reizen. Was bedeutet schlechten Inhaltsstoffen? Das bedeutet, sie können es nicht unbedingt müssen, sie können reizen. Deswegen Leute mit empfindlicher Haut müssen natürlich auf in Alkohol achten und schauen, wo dieser Inhaltsstoff in dieser Inhaltsstoffliste steht. Hier in der Mitte gibt es aber andere gute Inhaltsstoffe nebenbei. Deswegen werden wir sehen. Ich denke, bei mir, das sollte trotzdem sehr gut funktionieren. Also, das hat mich nicht erschreckt. Gott, das wollte ich euch sagen. Ja, weiter. Inhaltsstoffen einigermaßen gut. Hier habe ich keine Parfum entdeckt. Und so, ihr werdet mich sehen ohne Make-up. Und wir starten sofort an, endlich. Ich wollte BB-Creme jetzt an eine Seite meines Gesichts per Hand auftragen, an die andere Seite, ja, je nachdem. Also wir werden probieren. Ich habe hier zum Beispiel eine Sponge. Ich habe hier noch einen Pinsel von Real Technique. Ich habe euch gezeigt, ich wollte das auf jeden Fall probieren. Das ist auch eine absolut neue. An die eine Seite sieht er flach, das ist für Foundation. An die andere Seite hier für Concealer. Muss man vielleicht schütteln? Okay. Wie immer, wahrscheinlich war zu viel. Wow, diese Textur ist so seidig, so leicht, so schön. Ich bin wirklich sehr begeistert. Es rutscht mit meinen Hand zusammen. Wahrscheinlich, das war ein bisschen zu viel. Die Farbe sollte sich automatisch für meine eigene Farbton passen. Sehen wir. Ich verwende jetzt Selbstbräuner, deswegen bin ich ein bisschen bräunig geworden, ganz leicht. Ich bin jetzt im Prozess. Okay, das hat wirklich per Hand sich verteilen super geklappt. Als ob ich aber ein fliegendes Produkt wirklich aufgetragen, aber BB-Creme, CC-Creme sind ehrlich gesagt fliegende mit einem Pigment. Soll Haut natürlich aussehen, ob ihr keine Make-up habt und das sieht wirklich viel besser. Wow. Wow. Ich habe diese BB-Creme jetzt auf meine schon gepflegte Gesicht aufgetragen. Das ist natürlich ein bisschen Fehler, weil es ist schon, wie gesagt, ein pflegendes Produkt. Deswegen, ich merke, dass an einiger Seite, dass meine Pflege wurde ein bisschen so rollen auf meine Haut. Und könnte man das jetzt
einfach so wegmachen. Ja, am besten einfach nur auf eine Serum auftragen, aber keine pflegende oder ja, Produkt drüber auftragen. Das könnte ich sofort sagen. Trotzdem, meine Haut sieht sowas natürlich und schön aus. Haut scheint durch. Ich habe eine Glow. Meine Poren wirklich wurden mir feiner geworden. Und Rötungen wurde ein bisschen kaschiert. Ihr könnt das alles selber sehr gut sehen. Also extrem, extrem schönes Produkt. Okay, an die andere Seite, wie versprochen, ich würde das jetzt probieren, anderes auftragen. Zum Beispiel auf dem Pinsel ein bisschen gut gesagt. Bei mir gibt kein ein bisschen, immer too much. Also, ich habe wirklich diese Pinsel schon getestet. Das, ja, es ist wirklich sehr schöner Pinsel. Einzige, was mir hat nicht gefallen, dass er piepst, piepst. Pipst. Also die Haare, wenn man geht durch die Haare, ja, dann sie sind hart. Und das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Und schaut ihr, also funktioniert auch mit dem Pinsel super verteilen. Wow, ich vermute, das Pinsel hat ein bisschen überflüssige Produkte in sich selber eingenommen und deswegen ist es nicht so viel jetzt aus, wie an dieser Seite war. Also schaut ihr, das hat ein paar Sekunden gedauert, bis ich das habe aufgetragen und verteilt. Und ich denke, Deckkraft jetzt besser an dieser Seite. Bleibt noch ein bisschen von meinem Stirn. Ich wollte jetzt mit dem Sponge hier. Wir werden heute testen. Alle Möglichkeiten. Wow, okay. Sponge nimmt noch besser ölige Textur ab, auf. Also, und dann ist es nicht so glossy aus, mehr semi-matt Finish und lässt sich auch mit dem Sponge super verteilen und verblenden. Also ja, geht natürlich viel schneller. Was machen wir mit meiner Auge? Wir können natürlich BB-Creme unter eine Auge auftragen. Statt Concealer, aber auf die andere Seite. Ich würde doch Concealer aus neuer Reihe auch verwenden. Clean ID High Cover Vegan und im Nummer 010. Ich habe schon einmal getestet. Bis jetzt hat mir sehr gut gefallen. Neuer Concealer von Catrice. Sollte perfekt für empfindliche Augenpartie sein. Gelbige, ja, Unterton. Der funktioniert auch super und sieht sehr natürlich aus. Mit Glow und frischer Effekt. Fantastisch. Wirklich sehr natürlich. Und die andere Seite. Ich wollte BB-Creme, wie versprochen, statt Concealer auftragen. Und ich würde jetzt verwenden Pinsel von Real Technique. Diese Pinsel piekst auch ein bisschen. Also komischerweise, Haare sind nicht so weich. Okay, diese Seite mit BB-Creme, diese Seite mit Concealer, ja, halte ich zusammen. Und ja, man sieht Unterschied, ja. Also diese Seite sieht viel schöner aus, viel frischer. Diese Schicht ist viel dünner, viel schöner. Hier mehr reichhaltig, sofort betont meine Falten. Also ich würde nicht empfehlen, BB-Creme als Concealer unter Augen benutzt. Ja, Ausnahme sind natürlich junge Leute, die haben keine Falten und da kann man alles auftragen. Alles. Funktioniert alles sehr gut. Es ist meine erste Schicht mit BB-Creme und ehrlich gesagt, ich wollte noch zweite aufbauen an meiner Wange. Ich wollte sehen, ob es könnte meine Rötungen besser abdecken. Aber erstmal, ich wollte alles mit euch besprechen. Ehrlich gesagt, mir ganz schwer zu sagen, ob das wirklich Produkte oxidiert oder nein. Deswegen wollte ich auf meine Hand das auch machen, weil ich jetzt Selbstbräune benutze und es könnte sein, das liegt an das, dass ich habe vielleicht ja nicht gleichmäßig Selbstbräune verwenden. Okay, machen wir so, dass an dieser Seite BB-Creme auftragen und dann daneben später ich würde frisch auftragen, um zu vergleichen und sehen, ob das wirklich oxidiert. Also riecht nach Kakaobutter, erinnert mich ganz stark nach Bronzer von Essence, gut Stoff, aber dieser Bronzer riecht viel, viel intensiver. Für einige ist erschreckend, für mich ab und zu auch so zu viel. Das riecht viel leichter, viel schöner.
Erster Eindruck, Babycreme gefällt mir sehr gut. Röntgen wurde leicht kaschiert. Mein Gesicht sieht viel natürlich und gesund und frisch aus. Mir gefällt dieser Glow total. Es sieht wirklich gesund, nicht aber fettig aus. Ich denke, würde passen perfekt für trockene Mischhaut. Für ölige Haut muss man natürlich ausprobieren. Aber ich denke es jetzt spontan sagen, keine pflegende Produkte drunter Babycreme auftragen. Und das gleiche auch, ich würde für Leute mit Mischhaut empfehlen. Keine Pflege auftragen, außer natürlich eure Lieblingsserum, am besten Serum mit Vitamin C. Kann sein, dass Leute mit Mischhaut und ölige Haut solltet nachher Babycreme mit Puder absetzen. Zwar, mir gefällt das, meine Poren werden wirklich mehr feiner. Sitzt nicht in Poren, nicht in Falten, also Struktur meiner Haut, man sieht trotzdem, und wenn ich hier habe ein bisschen zu breite Poren, man sieht sie, aber nicht deutlicher. Also mit Creme, ich finde, das sieht absolut in Ordnung aus. Mir gefällt das, meine Haut scheint durch, gibt einen natürlichen Effekt. Man könnte nicht sagen, dass ich etwas verwendet auf meiner Haut habe. Fühlt sich auf meiner Haut sehr angenehm, es spendet Feuchtigkeit, obwohl hier ist Alkohol drin, ja, in die Mitte haben wir mit euch so gesprochen. Trotzdem, es reizt meine Haut absolut nicht, also fühlt sich wirklich absolut angenehm. Übrigens riecht nach Alkohol absolut nicht. Aber das ist anderer Alkohol, das ist nicht der Naht und nicht dieser saubere Alkohol. Schauen wir wieder jetzt oxidative Prozess. Also ich trage jetzt ganz frisch neben diese Stelle. Dann sehen wir, ob das wirklich oxidiert hat. Ja, man sieht, dass diese Seite ist dunkel. Diese frisch aufgetragene ist heller. Ja, dieses Produkt oxidiert. Aber ganz, ganz leichter Unterschied. Jetzt, ich wollte Produkt mit dem Pinsel aufbauen. Also ich sehe, das Auftragen funktioniert mit allem. Ob das ihr werdet mit dem Sponge oder mit dem Pinsel oder per Hand machen. Alles funktioniert gut. Okay, ich finde, dass Farbkorrektur wurde doch jetzt besser. Man könnte der Kraft ein bisschen nachbauen, aber ein bisschen. Okay, jetzt beide Seiten. Ja, gleichmäßige haben zweite Schicht bekommen. Natürlich da, wo ich habe kleine Gefäße, die trotzdem, man sieht sehr deutlich. Ich wollte jetzt benutzen natürlich ganz neue Puder aus neuem Sortiment von Catrice True Skin. Minerallose Powder mit Hyaluron Acid, transparent, matt. Ich habe schon einmal mit euch auch getestet. Puder im Nummer 010, transparent, matt. Es ist Mineralpuder und sie sitzt wirklich mit ganz einem dünnen, leichten Schicht. Haut sieht dann nicht zu viel gepudert. Also, wisst ihr, sehr natürlich aus. Man sieht Puder überhaupt nicht. Und jetzt meine Haut ist so seidig. Also, das ist wirklich eine Seidegefühl. Nicht Cotton, nicht Wolle, also richtig Seide, ja? Review zum Badepuder, neuer Puder von Catrice. Ich wollte euch getrennt machen. Finde ich immer mehr interessant und dann nicht so lange Video wird, ja? Ich wollte über Babycreme reden und ich wollte euch sagen, ich bin absolut zufrieden, gefällt mir richtig gut, also könnte ich weiter empfehlen, würde selber weiter testen, verwenden. Ja, schade, dass hier gibt es keine SPF, zum Beispiel 50. Ja, aber mit SPF, man könnte natürlich auch das sehr gut kombinieren, nur SPF könnte auch schon von allein ein bisschen ölig aussehen und zu viel Glow machen, deswegen, ja, dann diese Babycreme in Kombination mit SPF, denke, würde für ölige Haut und vielleicht für Mischhaut nicht so gut passen. Aber gibt es SPF im Spray? Dann kann man drüber auf Babycreme auftragen. Dann wird das, ich denke, funktionieren. Aber sonst könnte too much sein und Haut wird richtig glowy aussehen. Ansonsten, wenn ihr habt immer noch Fragen, dann schreibt mir auf jeden Fall einen Kommentar. Ich würde weiter diese Produkt testen und verwenden, weil hat mir bis jetzt erster Eindruck sehr gut gefallen. Ich bin wirklich sehr, sehr begeistert von Textur, von Qualität, von Gefühl, von Farbe, auch
Ja, also das ist für Sommer wird super aus. Ich hoffentlich mein Video war für euch hilfreich. Ich freue mich auf eure Daumen nach oben. Natürlich, ihr könnt meinen Kanal abonnieren. Das ist absolut kostenlos. Und freue ich mich auf eure Kommentare. Liebes Kommentar. Ja, danke schön fürs Zuschauen. Wir sehen uns ganz bald. Eure Nathalie. So sieht meine Make-up nach 3 Stunden aus. Ja, das ist eine Glow, aber gesunde und schöne Glow. Also ich bin wirklich positiv überrascht. Gefällt mir super, dieses Produkt. Kamera geht selber an. Das ist unglaublich. Ich bin noch nicht bereit. Mir hat am meisten gefallen mit dem